ist der Paul Berg. 22 Jahre aus Konstanz mit dem blauen Leibchen. Für den ist es ein Riesenerfolg, hier zu sein. Er hatte bis Beginn dieser Saison als bestes Ergebnis einen 18. Platz. Jetzt Fünfter in Lake Louise. Also, dass er da ist, ist super. Wir hoffen, jetzt geht noch ein bisschen mehr. Chris Wroblewski in Rot, am stärksten eingeschätzt. Aber Paul Berg, sehen Sie, der ist vorne dabei. Der ist vorne beim Start. Hinter dem Wroblewski, dann kommt der Rü, der Franzose, ebenfalls stark einzusetzen. Aber es ist der Deutsche, der den Start gewinnt. Jetzt die Attacke von Wroblewski. Da muss man auch mal einen ziehen lassen, bevor man den Sturz riskiert. Aber es sind die beiden hinter ihm, die Probleme haben. Berg behauptet sich da, bleibt noch vorne. Kurz mit der Hand am Schnee, aber die aggressivste Linie genommen, ganz innen. Das sieht gut aus. Seine Schwester Luca, ja, hatte die nationale Norm, aber nach FIS-Rangliste nicht. Konnte leider nicht nach Sochi fahren. Und Berg ist immer noch vorne. Dahinter ist es richtig eng hier in diesem Achtelfinale. Der Rü im Moment, Kopf an Kopf mit Wroblewski. Board an Board, hier die beiden. Ah. Da wird es richtig eng. Körperkontakt in der Steilkurve. Das nutzt Paul Berg, um sie ein Stück absetzen zu können. Das ist bereits der Zielsprung. Sicher gelandet. Auch der zweite Deutsche schafft es. Souverän sein Achtelfinale gewonnen. Das ist eine gute Nachricht, Paul Berg. Also, dass der hier nicht nur überhaupt fährt, sondern so stark auch sein Achtelfinale gegen die Routiniers dominieren kann. Wunderbar. Also, beide Deutschen sind eine Runde weiter. Ein Achtelfinale haben wir noch. Sie sind beide in der gleichen Hälfte gesetzt. Sie können sich das ein bisschen vorstellen wie beim Ski, nicht wie beim Ski, wie beim Tennis. Also, ein K.O.-System. Die Besten sollten nach diesem K.O.-System da. Dieser kleine Kontakt, wo Del Rue ein bisschen Wroblewski in die Quere kommt. Das ist alles erlaubt beim Snowboardcross. Aktives Schubsen natürlich nicht, aber Körperkontakt, wenn es eng wird, gehört zu diesem Sport dazu. Und Berg und Schad also in der unteren Hälfte gesetzt. Sie könnten, wenn es denn gut läuft, im Halbfinale aufeinandertreffen. Also zu langsam sind die deutschen Snowboards jedenfalls nicht. Das spricht schon dafür, dass diese, ja, Spezialfolie, ein Belag, der von einem Unternehmen entwickelt wurde, was eigentlich für extrem schmutzabweisende Folien zuständig ist. Die scheint sich hier möglicherweise auszuzahlen. Da sehen Sie es nochmal, der Deutsche ganz vorne. Konstantin Schad sagte, die bringt bei den richtigen Bedingungen, und die haben wir ungefähr.